1 Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Jo, ihr Lieben. Ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße ganz herzlich die Zuhörer von Radio 1 Live und ganz herzlich die Zuschauer von 1 Festival. Das WDR Fernsehen wird etwa 8 Minuten später zu uns stoßen. Das heißt, bis dahin sind wir hier ganz kuschelig unter uns. Schön, dass ihr da seid. Wir haben eine freie Themennacht. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, völlig wurscht, über was, meldet euch bei uns unter unserer kostenfreien Telefonnummer 0800 220 5050. Oder mailt uns unter domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht ist die Diana, 26 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Diana. Hallo. Um was geht's bei dir? Ja, und zwar, ich habe so seit meinem 14. Lebensjahr gemerkt, dass ich mich eher zu Frauen hingezogen fühle. Mhm. Ich habe nur ein Problem damit, das halt so einfach auszusprechen oder zu sagen, weil ich denke, dass viele Leute das nicht verstehen werden, so in meiner Umgebung. Ja, das heißt, du hast auch noch keine Erfahrungen mit Frauen. Überhaupt gar keine. Das mehr. Findet alles nur so im Kopf bisher statt. Ja. Hast du denn, du bist 26 Jahre alt, hast du denn Männerbeziehungen schon gehabt? Ja, habe ich schon gehabt, aber ich habe überhaupt nichts dabei empfunden. Also auch beim eigentlichen Verkehr, also gar nichts. Gar nichts. Ja. Nee, hast du im Moment einen Freund? Nein, habe ich nicht. Nein. Also ist deine große Sehnsucht eine Frau? Ja. Hast du dich schon mal heimlich verliebt in eine Frau? Ja, schon zweimal. Freundin? Waren das nähere? Nähere Freundinnen. Nähere Freundinnen. Ja. Aber du hast nie etwas gesagt? Nee. Das ist aber hart, ne? Das war verdammt hart, das glaube ich. Bist du heute noch... Wenn man jeden Tag damit zusammen ist, so. Allerdings. Bist du heute noch mit einer von den Frauen eng befreundet? Nein, leider nicht mehr. Warum ist es dann jetzt zu Ende gegangen, diese Freundschaft? Oder die Freundschaft? Ja, ich hatte halt erst mit 14 Jahren, weil das ist das erste Mal, dass ich mich verliebt habe. Mhm. Und das ging auch über viele Jahre so. Ich habe auch viele Jahre lang Kontakt mit ihr gehabt. Mhm. Und ich denke, sie hat es auch vielleicht zum Teil auch gemerkt. So. Ja. Auf jeden Fall, wir sind beide ziemlich stark abgerutscht, auch in die Drogenszene und so gewesen. Ach so. Ziemlich so scheiß Vergangenheit gehabt und so und sind dann halt auch ziemlich abgerutscht. Mhm. Ich habe es geschafft, da rauszukommen, aber sie eben nicht. Und dadurch musste ich den Kontakt abbrechen. Ah ja. Gibt es denn aktuell eine Frau, in die du heimlich verliebt bist? Nein, auch nicht. Gibt's keine? Mhm. Nein. Jetzt hast du gerade gesagt, du hast Angst, deiner Umgebung das zu sagen. Ja. Wen meinst du mit deiner Umgebung? Ja, meine Familie, meine Schwester, meine Oma, meine Tante. Also so das ganze Programm der Familie, was man so kennt. Ja, ich sag mal so von meinem Vater eigentlich nicht, das ist mir so scheißegal, was der von mir denkt. So. Aber so meine Stiefmutter zum Beispiel, ich weiß, dass der es total verurteilen würde. Mhm. Ich habe das erste gar nicht verstanden. Beim Vater bist du nicht, weißt du nicht, was der sagen würde? Ja, das wäre mir egal, was der sagen würde. Und die Stiefmutter würde es verurteilen? Ja. Diana, das ist jetzt natürlich ein vielleicht unter Umständen steinigen Weg, den du vor dir hast. Ja. Aber den musst du gehen. Ich würde ja auch an deiner Stelle erstmal Schritt 1 vor Schritt 2 tun. Das heißt, ich würde erstmal Erfahrung sammeln und mich auch auf eine Frau einlassen an deiner Stelle. Ich weiß noch nicht mal, wie ich das machen soll. Ich kann ja nicht einfach so eine, wo ich weiß, dass die, also jetzt sag ich mal, also eine normale Sexualität zu einem Mann hat, dann kann ich ja nicht einfach sagen, du, ich habe mich in dich verliebt und das stimmt. Da traue ich mich dann irgendwie auch nicht. Ja, das kann ich verstehen. Wohnst du in einer größeren Stadt? Ja. Dann ist das ja schon mal eine gute Voraussetzung. In allen großen Städten gibt es ja so Szenen, Lesben-Szene, Schwulen-Szene, da gibt es Kneipen, Clubs, Diskotheken, Cafés, wo sich eher dann Lesben treffen oder Schwule treffen. So würde ich an deiner Stelle erstmal anfangen, dass du erstmal so unter Gleichgesinnte kommst. Ja. Man wird sehen, was sich daraus entwickelt. Vielleicht lernst du da ja sogar eine nette Frau kennen. Ja, das wäre natürlich super. Das heißt, da musst du dich erstmal schlau machen in deiner Stadt. Ist ja ganz einfach, übers Internet oder kaufst du dir einschlägige Zeitungen, wo du, oder so Stadtmagazine, da steht das ja heutzutage überall drin.
Ja, stimmt. Ich wundere mich, dass du mit deinen 26 Jahren noch nicht versucht hast, zumindest heimlich solche Erfahrungen dann auch zu sammeln, wenn das so ein Herzensanliegen von dir ist. Ich hatte Angst. Aber ich hatte Angst, weil wenn ich jemanden kennenlerne und dann auf einmal sage, du, hör mal, ich habe überhaupt gar keine Erfahrung, dass ich irgendwas falsch mache, weil ich überhaupt nicht weiß, was soll ich überhaupt machen. So. Möchte ich dich sehr ermutigen, einfach dran zu gehen, einfach drauf loszumachen. Es gibt so viele Leute, die auch im etwas älterem Alter, und du bist ja 26, halt auch so diese Ader in sich oder diese Identität in sich entdecken. Und dann geht das auch. Das ist keine Schande, wenn man das erst sehr spät macht. Und wenn man jemanden neu kennenlernt, kann man das ja auch offen sagen. Und das ist dann auch gar nicht schlimm. Also ich möchte dich sehr ermutigen, rauszugehen, ins Leben zu gehen. Was machst du nur vom Beruf? Ich bin noch Schülerin. Ich mache gerade meinen Hauptschulabschluss nach. Ah ja. Also, und was sind deine Pläne? Ja, ich möchte danach meinen Abend, also nächstes Jahr ist das zu Ende, der Kurs, den ich jetzt mache. Ja. Danach möchte ich meinen Abendrealabschluss machen, weil ich tagsüber halt noch putzen gehe, noch nebenbei. Hey, Respekt. Ja, und Respekt. Dann halt abends mache ich dann meine Abendrealschule und möchte mit Qualifikation beenden und dann überlege ich noch halt Abi zu machen. Toll, toll. Also da sehe ich doch, dass du eine tatkräftige Frau bist, die auch Sachen durchzieht, wenn sie es will. Ja, wenn ich das wirklich will, ja. Und deswegen habe ich mir gedacht, rufe ich einfach jetzt an und lass mich mal irgendwie, dass ich einfach das mal auch mal so loswerden ja, kann. Ja, und jetzt musst du für dich einfach entscheiden, so, jetzt muss ich mich auch mal um mich selbst und um mein Glück kümmern. Dass du dich um deine Schule und deinen Werdegang kümmerst, ist ja sehr gut, aber es muss auch ums Herz gehen. Genau. So, und der nächste Schritt ist jetzt geh einfach mal richtig knallhart raus in die Lesbenszene in deiner Stadt. Guck mal, wo Lesben sich in Cafés treffen und so fang mal allmählich an, damit du einfach mal in Kontakt kommst. So, das ist der erste Schritt. Wenn sich dann irgendwann was ergeben hat mal und du vielleicht auch eine Beziehung haben solltest, dann kannst du deine Familie einweihen. Wenn die Familie sauer ist und schimpft, dann soll die Familie sauer sein und schimpfen. Da muss die Familie dann halt durch. So ist es nun mal. Das ist dein Leben und es ist dein Glück und nur du weißt, was für dich richtig ist. Ja, so, und das muss jeder verdammt nochmal akzeptieren. Hm? Stimmt. Diana. Also, jetzt musst du nur ein bisschen mutig sein. Die ersten Schritte sind immer ein bisschen schwierig, aber das läuft dann irgendwann, wenn du erstmal so, wenn das erste Eis gebrochen ist, sag ich mal, dann wird das schon laufen und du wirst dich sehr freuen. Okay. Also, du bist guter Dinge, dass du da auch was findest in deiner Stadt. Ich denke schon. Ich hoffe es zumindest. Darf ich mal fragen, in welcher Stadt du wohnst? Duisburg. In Duisburg, naja gut, im Ruhrgebiet. Da gibt es wirklich genügend Anlaufstellen, wo sich die heißen Mädels treffen. Okay. Ja? Okay. Liebe Diana, ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg. Ja, vielen Dank. Und ich finde es auch toll, was du da mit deiner Schule machst und dann noch nebenbei tapfer putzt. Das finde ich sehr vorbildlich, muss ich sagen. Dankeschön. Das heißt, du finanzierst das alles selbst? Ja. Toll, toll, wirklich. Hut ab. Und wenn du das andere auch mit der Disziplin durchziehst, dann wirst du es schaffen, bin ich ganz sicher. Danke. Alles Liebe, alles Gute. Tschüss, Diana. Okay, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, jetzt haben wir noch ein paar Sekunden. Wir machen einfach ein paar Sekunden Musikpause und dann kommt das WDR-Fernsehen dazu. Meine lieben WDR-Fernsehzuschauer, schön, dass ihr auch da seid, freue mich sehr. Es gab eine kleine Verspätung, dafür entschuldigen wir uns, aber nun sind wir alle da. Wir haben hier im Radio und bei 1 Festival schon angefangen und jetzt kann es richtig losgehen. Wie immer mittwochs eine offene Themennacht, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, völlig wurscht über was, dann meldet euch unter unserer kostenfreien Telefonnummer 0800 220 50 50 oder meldet ganz einfach unter domian@wdr.de. Ich bin verbunden jetzt mit der Susanne. Und Susanne ist 18 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Susanne, was geht's bei dir? Ja, also bei mir geht's um sehr viele Schicksalsschläge sozusagen. Mhm. Die,
die... Oh, der hat was gepiepst. Ich hoffe jetzt nicht, dass dein Akku leer ist. Nein, der ist nicht leer. Ja. Also sehr viele Schicksalsschläge, die du hast erleiden müssen. Ja, und zwar, ich habe auch die letzten zwei Tage versucht, bei Ihnen anzurufen. Du kannst mich duzen, ich sage ja auch du zu dir. Okay, ja, und da habe ich halt gemerkt, dass du sehr vielen Leuten geholfen hast. Und ich bin momentan wirklich an so einem Tiefpunkt, wo ich nicht mehr weiter weiß. Also ich bin, ja, wie gesagt, 18, mit 16 von zu Hause ausgezogen. Ja. Mehr oder weniger, also eigentlich nicht freiwillig, weil meine Eltern kommen aus dem Osten. Da habe ich eine sehr strenge Erziehung hinter mir. Sag mal, Susanne, ich unterbreche nochmal. Hörst du das Piepsen auch immer? Ja. Was ist das? Das müsste an deinem Gerät liegen. Es müsste es eigentlich weg sein, weil ich habe das Ladegerät nochmal richtig angeschlossen. Okay, dann hoffen wir, dass das jetzt dann weg ist. Also mit 16 von zu Hause mehr oder weniger freiwillig weggegangen. Ja, also es ist eine längere Geschichte. Sag nochmal so Stichwort, warum du weggegangen bist. Ja, also meine Eltern haben mich halt schwer misshandelt. Ich habe dann auch keine andere Möglichkeit gesehen, als zum Jugendamt zu gehen. Da muss ich sagen, habe ich zum Glück auch nette Mitarbeiter dann da getroffen, die mir geholfen haben. Ja. Was haben deine Eltern gemacht? Du sagst, deine Eltern haben dich schwer misshandelt. Ja, also es ist wirklich, ich muss ganz ehrlich sagen, mit meinen 18 Jahren merke ich so, dass ich ein ganz anderes Lebensbild habe, als das, was die heutigen 18-Jährigen haben. Zum Beispiel erst seit einem Jahr habe ich Kontakt mit dem Alkohol gemacht, habe da vorher auch noch nie, wurde erst sehr spät aufgeklärt, erst mit 14 richtig. Ich habe auch meinen ersten richtigen Freund, halt wie gesagt, mit 16 gehabt. Ja. Jetzt erzähl mir mal von den Eltern. Die haben dich schwer misshandelt. Was haben die denn mit dir gemacht? Also meine Mutter hat mich halt des Öfteren geschlagen. Wozu ich dazu sagen muss, sie leidet jetzt unter Brustkrebs. Ihr wurde auch eine Brust abgenommen, deswegen vermute ich, dass es halt durch die Krankheit gekommen ist. Du sagst schwer misshandelt. Ging das über einen? Also mein Vater, der hat, sag ich mal so, Sachen gemacht, die ich nicht wollte. Magst du mir ein Beispiel sagen, ungefähr? Mich nackt vor den Hinstellen oder irgendwie solche Sachen. Also solche Sachen. Halt, ging es auch weiter, dass er dich zu sexuellen Handlungen gezwungen hat? Ja, das auch. Und zwar, ich bin halt schon so seelisch kaputt, dass ich es so lange, ganz viele Jahre unterdrückt habe. Ich habe auch sehr schwere Depressionen gehabt, habe jetzt auch jedes Mal ein Gefühl gehabt, ich wusste aber nicht, wo ich das zuordnen soll. Verstehe. Bis ich halt in einem betrunkenen Zustand, ist es mir halt sehr dolle wieder hochgekommen. Also, ist es richtig, wenn ich sage, dass deine Eltern dich geschlagen haben? Schlimm auch manchmal geschlagen haben? Ja. Und dass dein Vater auch sexuelle Dinge mit dir gemacht hat, die sehr schlimm sind und die für dich sehr verletzend, deine Seele sehr verletzend waren. Ja. Kann man so sagen. Über einen langen Zeitraum? Ja, eigentlich seitdem ich klein bin, weil also meine Eltern, die sind kurz nach der Wende in den Westen rüber. Kommen Sie aus der ehemaligen DDR oder aus einem? Ja, ich bin ja 88 geboren. Die sind dann jetzt, ich glaube, ungefähr gut zwei Jahre nach der Wende halt im Westen rüber. Da hat auch meine Oma schon hier gewohnt. Bist du denn das einzige Kind deiner Eltern? Meine Eltern, die haben sich ja in einer Bar irgendwo da kennengelernt. Und das, was meine Eltern mir immer mehr oder weniger gesagt haben, ich war eigentlich nur so ein Zufallskind, so ein Ausrutscher. Und mein Vater wollte kein uneheliches Kind haben. Also wollten sie dann halt heiraten. Und damals in der DDR, um überhaupt eine Wohnung zu bekommen, hat die Vermieterin dann gesagt, ja, dann müssen sie ein zweites Kind erst, dann kriegen sie eine richtige Wohnung. Und so kam dann das zweite Kind? Ja, 89. Es hat meine Schwester geboren, aber im selben Jahr an einer Krankheit wieder verstorben. Ach so, sodass du eigentlich dann alleine mit deinen Eltern im Haus warst. Genau, ich habe aber noch einen Bruder. Das heißt, wo ich 8 war, also ist jetzt 10 Jahre Altersunterschied.
Ist der auch misshandelt worden von deinen Eltern? Also ich würde es mal so sagen, nicht sexuell, von meinem Vater war halt auch brutal geschlagen. Ich bin grob mit ihm umgegangen. Mhm. Ja. So, jetzt erzähl mir, wenn man mit 16 Jahren alleine zum Jugendamt geht, dann muss der Leidensdruck enorm sein. Da muss ja, man damals war das ja so, ich hatte ja noch einen festen Freund, mit dem war ich 1,5 Jahre zusammen, aber der hat auch immer mehr die Rolle meines Vaters angenommen, auch öfters die Hand erhoben und er hat mir damals halt geholfen, ich habe auch noch Freunde, die das jetzt alles mit mir sozusagen durchgestanden haben, mir auch geholfen haben und aber, ja, es gab damals halt auch unzählige Gespräche, ich habe zu meinen Eltern gesagt, also die waren fest überzeugt, dass ich nur wegen meinem Freund weggehen würde, aber ich habe denen nur gesagt, ich gehe hauptsächlich nur weg, um euch zu zeigen, das stimmt was nicht in dieser Familie. So, jetzt ist das, finde ich, eine ganz, ganz große Leistung, wenn ein Mädel, die so viel hat erleiden müssen zu Hause, den Schritt nach draußen macht. Du lebst jetzt alleine im Moment? Ja, ich habe eine eigene Wohnung. Ja. Ich habe vorher 1,5 Jahre, also ich bin jetzt so gut wie am 23. September genau 2 Jahre von zu Hause weg. Und ich habe vorher 1,5 Jahre in einer betreuten Wohn-WG gewohnt, also Wohngruppe. Ja. Und jetzt seit August habe ich halt eine eigene Wohnung. Was machst du? Machst du beruflich irgendwas? Hast du einen? Also ich bin noch Schülerin und weil ich habe vor 2 Jahren war ich ja die 10. Klasse Realschule. Mhm. Ich war eigentlich auch eine ziemlich gute Schülerin, bloß ich bin halt mitten im 10. Schuljahr, wo es halt wegen dem Abschluss wichtig war, halt von zu Hause weggegangen. Also, es ist schon geplant, dass du weiter deinen Schulabschluss machen möchtest, das ist auf jeden Fall geplant. Ja, ich bin jetzt auch im letzten Jahr und absolviere dieses Jahr meinen Realschulabschluss. Jetzt muss ich mal was fragen, was mich ein bisschen nachdenklich stimmt. Da gibt es noch einen jüngeren Bruder. Der ist 8 Jahre jünger als du, sagst du. 10 Jahre, also 10 Jahre. Der ist jetzt 8. Der ist jetzt 8, genau. Mhm. Ist der im Moment immer noch in der Familie? Ja. Machst du dir da Sorgen um den? Ja, natürlich, weil, also um vielleicht ein Bild davon zu bekommen, bei meinem Bruder, ich habe ihn halt mit großgezogen, kann man sagen, weil wenn meine Eltern überfordert waren, durfte ich mich drum kümmern. Das heißt, mein Alltag zu Hause. Hast du ihn denn in den letzten 2 Jahren mal gesehen? Selten. Selten. Und wenn, dann mit großem Vorbehalt. Bist du denn da hingefahren zu deinen Eltern dann? Also es gab auch mehrere Gespräche und Treffen, auch vor allem wegen dem Kontakt zu meinem Bruder. Wo hast du denn deinen Bruder dann getroffen? Bei den Eltern zu Hause? Nein, hauptsächlich an neutralen Orten, hier an Spielplätzen. Meist war meine Mutter mit dabei, weil zu ihr habe ich eigentlich hin und wieder mal einen guten Draht. Ja. Mein Vater ist so derjenige, der zu Hause die Pantoffeln anpasst. Susanne, ich wundere mich total. Wenn das Jugendamt auf deine Familie aufmerksam geworden ist, wenn die erfahren haben, was mit dir angestellt wurde, dass da überhaupt dieses Kind noch sein darf. Die wissen doch Bescheid. Ich habe mit meinen Betreuern damals halt auch versucht und wir haben halt überlegt, was wir machen sollten. Bloß, wie gesagt, meine Mutter ist jetzt halt schwer krank. Meine Mutter ist auf meinen Vater angewiesen, weil sie kann ja nicht arbeiten und mein Vater ist ja berufstätig. Okay, das sind alles klare Sachen. Aber warum lässt das Jugendamt dieses Kind bei deinen Eltern? Warum gibt es keine Anzeige, dass dein Vater dich sexuell belästigt oder missbraucht hat? Ja, das frage ich mich eigentlich auch ehrlich gesagt, weil das ist, na gut, das weiß ich. Also das ist mir erst richtig bewusst geworden seit circa einem Monat. Ich kann das gut nachvollziehen, dass du, wenn dir an deinem kleinen Bruder etwas liegt, dass du dir da Sorgen machst. Ich habe auch oft genug gedacht, weil ich habe eine große Zwei-Zimmer-Wohnung, die ist circa 50 Quadratmeter groß, dass mein Bruder ein eigenes Zimmer bekommen könnte. Er geht auch noch zur Schule, er ist 8, er würde den Schulweg kennen, das wäre nicht ganz so weit. Also das Problem, Jugendamt sagt immer irgendwie, die würden dann damit nichts erreichen und halt so wie mein Vater drauf ist. Hast du dem Jugendamt denn gesagt, dass dein Vater dich sexuell belästigt hat? Das habe ich meiner jetzigen Betreuerin gesagt, weil ich werde jetzt ambulant betreut. Ja, das habe ich auch gesagt. Sie meinte,
also ich gehe nächste Woche zu so einer Beratungsstelle. Mhm. Da kommt mein jetziger Freund mit. Mhm. Also mit dem bin ich fast ein Jahr zusammen. Der unterstützt mich auch, wo er kann. Und also meine Betreuerin hat gesagt, weil sie habe ich ja erst, seitdem ich die eigene Wohnung habe. Was hat sie denn gesagt? Wegen einer Anzeige müsste man dann da halt bei dieser Beratungsstelle Also ich finde, dass man da auf jeden Fall etwas tun muss, um auch deinen jüngeren Bruder zu schützen. Nochmal, ich finde es toll, dass du die Kraft gehabt hast, da auszubrechen aus der Familie, und finde es auch toll, dass du dir so Sorgen um deinen kleinen Bruder machst. Ich mache folgenden Vorschlag. Ich habe hier im Hintergrund eine Psychologin sitzen im Moment, wie immer nachts. Mit der wirst du jetzt weitersprechen. Und da könnt ihr eingehende Schritte euch überlegen, was getan wird und was klug ist jetzt auch zu tun und was unbedingt getan werden muss auch. Ja? Mhm. Dann geht das so, Susanne, du legst bitte auf und die Anja, so heißt meine Psychologin, die ruft dich jetzt gleich an und dann könnt ihr in Ruhe sprechen. Okay. Also, ich wünsche alles Gute und hoffentlich wird das dann auch zum Guten für deinen Bruder ausgehen, die ganze Geschichte. Alles Liebe wünsche ich dir. Du legst auf und wir rufen zurück. Vielen Dank. Tschüss. Okay. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter dieser unserer kostenfreien Telefonnummer oder mailt unter domian@wdr.de. Katja ist hier. Katja ist 43. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Katja. Weswegen rufst du mich an? Ich rufe dich an wegen meiner Beziehung. Ich habe eine 7-jährige Beziehung. Ja. Also ich bin Deutsch, er ist Ausländer, ne? Und woher kommt er? Kurdistan, Kurde. Kurdistan. Mhm. Mhm. Also wir sind jetzt 7 Jahre zusammen. Wie alt ist er? Er ist etwas jünger, also er sagt 26, aber anscheinend so genau weiß er das selber nicht, er hat 3 Pässe. Aber das ist schon ein großer Altersunterschied zwischen euch beiden. Ja, also auffallen tut das eigentlich keinen, der große Altersunterschied. Naja, als ihr euch kennengelernt habt, wenn ihr 7 Jahre zusammen seid, dann war er vielleicht 20 oder so. Ja, aber er sieht eben halt auch älter aus und so, ne? Und du siehst viel jünger aus. Ja, doch. Ja. Okay, 7 Jahre zusammen. Lief alles so gut. Gut, wir haben nicht zusammen gewohnt oder so, aber war jeden Tag hier. Ja. Auch in der Nacht oder so. Ja, also richtig enge Beziehung. Ja, ja. Mit allem drum und dran. Allem drum und dran. Er fuhr auch immer ab und zu nach Hause. Ich wusste, dass er mit seinen Eltern in ein Haus wohnt, wie es bei den Leuten so ist. Ja. Dass er eigentlich mit mir nicht also zusammen sein dürfte, ne, was seine Eltern nie erlauben. Mhm. Also, ja, das ist eine heimliche Beziehung. Das heißt, seine Familie, seine Freunde und Brüder und Schwestern und so wussten nichts von dir? Doch, einige Brüder wussten das schon und Freunde von ihnen und so und Verwandte, aber eben die Eltern nicht so. Mhm. So. Und jedenfalls bin ich jetzt 7 Jahre mit ihm zusammen gewesen. Jetzt habe ich erfahren durch Freunde, dass er verheiratet ist. Dass er verheiratet ist? Dass er also mit seiner Frau zusammen in diesem Haus wohnt. In der Türkei? Nein, hier also. Ach, in Deutschland sogar? In Deutschland? Ja, hier in Deutschland. Das heißt, er hat hier eine Frau in Deutschland? Er hat hier eine Frau. Wohnt in deiner unmittelbaren Nähe auch noch mit der Frau? Ja, unmittelbar nicht, ein paar Kilometer. Naja gut, ein paar Kilometer, nicht sehr weit. Wie lange ist er denn verheiratet schon mit der Frau? So lange wie mit mir zusammen. Nein. Jahre. Wie hast du denn das erfahren? Durch seine Freunde. Durch seine Freunde? Durch seine Freunde. Und wann hast du das erfahren? Also jetzt, also richtig habe ich erst alles heute erfahren, aber ich hab das schon vorgehört und wollte das bloß nicht glauben, weil ich konnte mir das nicht vorstellen, er war immer bei mir. Achso, du hast heute erst die endgültige Wahrheit erfahren? Ja. Von wem heute endgültig? Von ihm? Von ihm auch, ja. Das heißt, du hast heute mit ihm gesprochen? Ja. Wie hat er denn reagiert darauf, dass du das weißt? Ja, er hat gesagt, das ist eine Zwangsehe und das musste sein, damit sie wohl in Deutschland bleiben kann und die Eltern wollten das so. Na wunderbar. Das heißt, er hat dich 7 Jahre lang betrogen und belogen. Ja, 7 Jahre lang. Da bricht ja für dich jetzt wahrscheinlich die ganze Welt zusammen. Ja, und das Schlimmste ist, er wollte immer ein Kind von mir. Mhm. Das ist ja, was mich jetzt so stutzig macht. Er wollte, dass ich ein Kind kriege von ihm. Mhm. Und
ich war einmal schwanger gewesen von ihm. Ja. Und das habe ich eben so verloren. Ja. Und jetzt meint er, er will ein Kind haben. Und wiederum habe ich auch noch erfahren, dass seine Frau normal keine Kinder kriegt. Mhm. Genau, das war noch die Frage. Hat er Kinder in der Ehe? Nein, keine Kinder. Deshalb wollte er mit ihr ein Kind haben. Ja, und er hat sie wohl jetzt vor einer Woche künstlich befruchten lassen. Also, wie das eben so ist. Ne? Das hat er dir auch erzählt? Ja, das haben mich auch seine Freunde erzählt. Dann hast du aber guten Draht. Ich habe ihn gefragt und er hat heute alles zugegeben. Oh, du Arme. Das ist aber heftig. Das ist aber wirklich heftig. Das ist mehr wie heftig. Das sage ich dir. Das heißt, da gehen dir jetzt wahrscheinlich 1000 Situationen durch den Kopf, wo er dann vorgegeben hat, ich muss dahin und dahin, und er ging dann immer zurück zu seiner Frau in die Ehe. Ja. Wie war denn eure Beziehung? War die denn bislang richtig glücklich? Also ich würde sagen, die Beziehung war. Er war eigentlich für mich da, stimmt. Ich habe noch eine größere Tochter. Ja. Die ist 15, also das war super. Er hat sich damit drum gekümmert. Er hat auch so, nicht, dass ich ihn jetzt aushalten müsste oder so. Ja. Gibt es denn etwas, was du dennoch an ihm kritisieren würdest, an der Beziehung, abgesehen, dass er dich belogen hat, so in seinem Verhalten? Ja, sein Verhalten. Ach, wie soll ich das jetzt sagen? Sein Verhalten, das ist halt, er war halt ein guter Lügner, ne? Mhm. Aber er hat dich nie geschlagen? Doch, einmal. Doch, auch das noch? Einmal, das ist aber jetzt schon länger her, 2 Jahre oder so. Ja. Da hat er mich geschlagen, weil... Weil? Ich wollte mit ein paar Freundinnen weg und das hat ihn nicht so gepasst. Die hatten da Streit gegeben und da... Du wolltest mit ein paar Freundinnen weg. Und das hat dem jungen Mann nicht gepasst. Dann gibt es einen Streit und dann scheuert er dir ein. Und er hat eine Frau zu Hause. Na super. Bloß er sagte heute zu mir, dass er trotzdem hier bleibt. Also wiederkommt. Zu dir? Ja. Ja gut, das ist nicht alleine seine Entscheidung, sondern auch deine Entscheidung. Das ist ja, ich habe ja schon mal die Beziehung beendet, da hatte jahrelang vor der Tür gesessen und so und ja und ich liebe dich und dies und jenes. Sag mal, ich muss nochmal fragen, wenn er Terz macht, wenn du nur mit ein paar Freundinnen weggehen willst, ja. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das sonst alles so toll, harmonisch, Friede, Freude, Eierkuchen war. Hat er denn sonst auch irgendwie so schon über dein Leben bestimmt, was du machen sollst? Eigentlich nicht. Also mein Leben hat er nicht bestimmt. Ah, sonst hat er dir freie Hand so gelassen. Du konntest er hat noch... mich freie Hand, ja. Ich konnte mich abnehmen, wie ich will. Ich konnte und warum gerade dann damals, als du mit den Freundinnen weggehen wolltest? Ja, das weiß ich auch nicht. Konntest du denn sonst später mit anderen Leuten auch mal weggehen? Oder wollte er immer genau Bescheid wissen, wer und bestimmen? Er wollte immer mit, wenn. Ah, also so viel Freiraum hat er dir da auch nicht gelassen? Nee, eigentlich nicht, nein. Mhm. Oder seine Freunde hier mit eingeladen und so. Und naja, wie das so ist. Was wird jetzt? Ja, ich habe eigentlich vor, die Beziehung zu beenden, richtig zu beenden. Mhm. Und das hat alles keinen Sinn. Mhm. Denn ich weiß es nicht. Ich habe keinen Rat mehr. Ich würde es an deiner Stelle auch so machen, Katja. Da gibt es nichts mehr zu retten. Wenn man 7 Jahre so belogen wird, ja, kann man einem Menschen nie wieder glauben. Nee. Nie wieder. Nee. Vor allen Dingen, er sagt ja heute, das wäre alles mit Zwang und jetzt die künstliche Befruchtung, das müsste er machen, sonst würden die Eltern wegen Geld und dies und jenes... Naja, das sind alles so. Das hätte er dir ja auch früher sagen können, dass er da in einer Zwangssituation ist, hätte er es ja mit dir besprechen können. Aber er hat es eben nicht mit dir besprochen, sondern hat 7 Jahre Parallelwelten gehabt. Ja. Das tut mir sehr leid. Das tut mir sehr leid für dich. Aber ich glaube, das ist der richtige, wenn auch sehr harte Weg, den du da einschlagen willst. Hast du Angst vor ihm, vor seiner Reaktion? Ja, ich weiß nicht. Das ist es ja, ich weiß es nicht. Ich hatte sowas noch nicht. Mhm.
Ja, ich nehme die Ängste der Frauen, die in solchen Situationen sind, wie du jetzt bist, nehme ich durchaus ernst. Denn er sagte, er wollte unbedingt ein Kind mit mir, und da hat er heute zu mir gesagt, wenn ich ein Kind hätte, hätte es mir weggenommen. Also hätte er mir das weggenommen, hätte es mitgenommen. Ja, also was will man noch mehr? Noch eine Begründung für dich zu sagen, dass deine Entscheidung richtig ist, zu gehen. Ja, das denke ich. Katja, ich würde dir gerne noch für den Notfall eine Telefonnummer an die Hand geben. Ja. Wir wollen hoffen, dass das alles gut geht, aber man weiß es ja nicht. Dazu möchte ich dich bitten, aufzulegen, und du wirst von meiner Psychologin zurückgerufen und mit der entsprechenden Information ausgerüstet. Okay. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute, und das ist eine schwere Zeit, die du jetzt vor dir hast, das auch so innerlich zu verkraften. Ja. Das glaube ich sehr. Das erahne ich. Ja. Danke, dass du mir zugehört hast. Liebe Katja, viel Kraft und alles Gute, und wir rufen dich gleich nochmal an. Okay, danke schön. Tschüss. So, meine Lieben, ich möchte euch hinweisen auf unser Thema morgen. Morgen ist Donnerstag, und das Thema morgen heißt Schmerzen. Ich möchte gerne mit euch über dieses große, schwierige und schlimme Thema sprechen. Ich möchte gerne mit Menschen reden, die unter sehr starken Schmerzen leiden, vielleicht sogar permanent leiden oder mal gelitten haben und uns auch erzählen können, wie sie da rausgekommen sind, welchen Ausweg es gibt. Würde vielleicht auch gerne mit dem einen oder anderen Menschen aus dem medizinischen Bereich sprechen, mit einer Krankenschwester oder einem Arzt, der mit Schmerzpatienten zu tun hat, wie ihr damit umgeht. Ich stelle mir das auch sehr schwierig vor, wenn man in einer Klinik arbeitet und jeden Tag mitbekommt, dass ein Mensch sehr, sehr, sehr leidet und man vielleicht nicht richtig helfen kann. Also ich würde auch gerne mit Leuten aus Krankenhäusern oder aus Pflegeheimen sprechen. Unser Thema Schmerzen. Wie seid ihr betroffen? Was habt ihr dagegen getan? Vielleicht, was ich sehr wünsche, wie seid ihr rausgekommen aus den Schmerzen? Ihr könnt euch unter unserer, wie bekannt, unter der Mailadresse schon anmelden, oder morgen dann ab 0 Uhr und um 1 Uhr beginnt die Sendung. Hier ist Mario. Mario ist 43 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Mario. Um was geht's bei dir? Ja, ich könnte mich eigentlich deiner zweiten Gesprächspartnerin anschließen, weil bei mir geht es auch um das Thema Kindesmisshandlung. Mhm. Ich bin vom ersten Lebenstag bis zum einschließlich 12. Lebensjahr von einer Frau, die ich nicht Mutter nennen möchte, stark misshandelt worden. Sexuell und, misshandelt worden? Nein, körperlich. Körperlich? Mhm. Und seelisch. Mhm. Und das heißt, also zum Beispiel... Du möchtest diese Frau nicht Mutter nennen, aber es war deine leibliche Mutter. Es war meine leibliche Mutter. Ich sag immer, es ist die Frau, die mich geboren hat. Und die hat damit angefangen, als du Säugling warst, soweit du das rekonstruieren kannst. Genau. Es wäre eine Frechheit, jeder anderen Frau gegenüber, die ihr Kind liebt, diese Frau Mutter zu nennen. Ich sag mal ein paar Beispiele. Ja, bitte. Sie hat mir das Nasenbein gebrochen, mehrfach. Sie hat mir, als ich 5 Jahre alt war, mit einem Kunststoff-Teppichklopfer den Oberschenkel durchgeschlagen, so dass ich im Krankenhaus gelegen habe über ein halbes Jahr. Sie hat mich grün und blau geschlagen, und das ist dann später im Kindergarten aufgefallen. Mhm. Oder sie hat mir wochenlang nicht zu essen gegeben, so dass ich im Kindergarten erwischt worden bin, wie ich meine eigenen Fäkalien gegessen habe. Sie hat mich gequält ohne Ende, und im Grunde habe ich eine ganz versaute Kindheit gehabt. Eine ganz schreckliche Kindheit. Ja. Es gab einen Vater, oder war sie alleinerziehend? Es gab einen Vater, aber der war Fernfahrer und der hat von all dem nichts mitbekommen. Aber der kam doch auch mal nach Hause, der muss doch gesehen haben, dass sein Junge... Ja, dann ich habe im Krankenhaus gelegen, wie gesagt, mit dem durchgeschlagenen Oberschenkel. Mhm. Und er hat nach mir gefragt, und sie hat zu ihm gesagt, die Kinder schlafen schon, da kannst du jetzt nicht rein. Und hat ihn also
vertröstet, er könnte ja morgen gucken, nur da musste er schon wieder längst auf Tour sein. Es gab also noch mehrere Kinder? Ja, ich habe noch zwei Brüder und eine Schwester. Und hat sie das mit denen auch so gemacht? Nein, ich war der Einzige. Sind die Geschwister älter als du? Ich habe einen älteren Bruder und zwei jüngere Geschwister. Warum hat sie das gerade mit dir gemacht? Ja, ich sollte, so hat man mir das erzählt, ein Mädchen werden und bin aber es nicht geworden. Mhm. Und das, deswegen wollte sie mich nicht haben. Ja. Hat sie mit dir, ich habe das gerade am Anfang, glaube ich, dann missverstanden, hat sie mit dir auch einen sexuellen Missbrauch betrieben, als du etwas älter warst? Nein, aber sie ist nachts ins Zimmer gekommen und hat mich ohne Grund einfach so geschlagen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich heute zum Beispiel nachts deine Sendung gucke, weil ich nachts nicht schlafen kann. Ich habe immer Angst, es könnte jemand kommen und es würde was passieren. Ja. Ich habe auch deswegen, als ich noch berufstätig war, immer versucht, Nachtschichten zu arbeiten, damit ich diese Dunkelheit, weil ich Angst vor der Dunkelheit habe, dass ich das nicht ertragen muss. Nun hast du mir gerade am Anfang gesagt, bis zum 12. Lebensjahr hat sie das gemacht. Ja, was ist dann passiert im 12. Lebensjahr? Dann haben sich meine Eltern scheiden lassen und die Frau ist von einem Tag zum anderen aus meinem Leben verschwunden. Ich habe sie nie wieder gesehen. Du bist dann bei deinem Vater geblieben? Es sind alle vier Kinder dem Vater zugesprochen worden. Ja, und hast du dann ein viel besseres Leben bei deinem Vater gehabt? Ja, kann ich so nicht sagen. Möchte ich so nicht mit Ja und auch nicht mit Nein beantworten. Das heißt, aber so schlimm wie mit der Mutter war es mit dem Vater dann nicht? Er war sehr dominant, sagen wir so. Die Frau hast du bis heute nicht mehr gesehen? Nein. Lebt sie noch? Weißt du das? Habe ich keine Ahnung. Hast du? Also ich habe nie wieder was von ihr gehört. Ich habe auch kein Verlangen danach. Hast du denn Kontakt zu deinen Geschwistern heute? Nein. Auch nicht? Nein, das ist ja so, muss ich jetzt dazu sagen, wo das damals aufgefallen ist, dass im Kindergarten, dass ich diese Dinge machte, da hat mich die Kindergärtnerin damals ausgezogen und hat gesehen, dass mein ganzer Körper grün und blau geschlagen war. Und dann hat die den Amtsarzt kommen lassen. Und das Jugendamt hat mich dann rausgeholt aus der Familie und hat dann zugesehen, dass ich in ein Heim kam. Das Problem war aber, dass sie immer wieder mich am Wochenende nach Hause holen konnten und dann hat sie ihre Quälereien weiter betrieben, weil sie wollte mich eigentlich gar nicht zu Hause haben. Bist du denn dann irgendwann zu meinem Vater? Ja, also du warst dann im Heim zwischendurch, aber bist dann wieder ganz nach Hause gekommen? Nein, ich war ich bin an den Wochenenden immer nach Hause gekommen. Ja, das habe ich schon verstanden, aber als die Frau dann weg war, dann bist du wieder ganz zu deinem Vater. Ich bin auch im Heim geblieben. Ach so, du bist auch im Heim. Du warst dann nicht ganz bei deinem Vater rund um die Uhr. Nein. Und bist nur an den Wochenenden dann auch wieder zu deinem Vater gekommen. Genau. Es ist ja schon unglaublich. Ich meine, diese Kindergärtnerin hat den Amtsarzt hinzugezogen und man hat dich da rausgeholt, aber man hat dich nicht geschützt vor der Frau. Nein. Indem man hat zugelassen, dass du am Wochenende wieder dahin kannst. Diese Frau muss ja ungeheuer sadistisch gewesen sein. Sie hätte ja sagen können, ich will den gar nicht haben. Am Wochenende. Sie hat ja versucht, mich überall schlecht zu machen. Sie hat immer gesagt, der Junge ist böse, der Junge ist schlecht. Mit dem möchte ich nichts zu tun haben. Und es ist ja auch so, dass mir später jemand... Aber dennoch hat sie dich dann immer wieder am Wochenende nach Hause kommen lassen. Ja, aber ungerne. Sie hat versucht, auch immer wieder zu verhindern. Hast du irgendwann, als du älter wurdest, mit deinem Vater darüber gesprochen, hast ihm das mal alles erzählt? Nein, das ist ja das Schlimme. Mein Vater hat das ja damals nicht glauben wollen. Und ich habe damals, wie gesagt, in dem Heim, das wurde von einer Diakonisse geleitet, da habe ich mich anvertraut. Und die hat dann meine Eltern kommen lassen und zur Rede gestellt. Dann hat
hat die denen das gesagt, was ich ihr erzählt habe. Mhm. Und dann wurde das von, in Anführungsstrichen, meiner Mutter alles abgestritten und gesagt, der Junge lügt und. Aha, also hat man letztendlich dann ihr mehr geglaubt als dir? Nein, die wollte das alles abstreiten. Aber die Diakonisse, die war so so wohlgesinnt. Sie hat gesagt, Frau Sowieso, Sie können mir jetzt hier erzählen, was Sie wollen. Mhm. Ich glaube Ihrem Sohn, der hat zwar eine rege Fantasie, aber das, was er mir da erzählt hat, das kann der sich nicht ausdenken, das hat der erlebt. Ja. Das war der erste Mensch in meinem Leben, der mir geglaubt hat. Aber es gab keine Strafanzeige von Seiten der Behörden gegenüber deinen Eltern oder deiner Mutter? Also meine Mutter ist 1968 zu 3 Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Wegen dieser Sache? Ja, wegen dem Durchschlagen des Oberschenkels. Ah ja, also sind die Behörden dann doch sehr aufmerksam geworden. Aber meine Frage war noch nicht beantwortet mit dem Vater. Hast du mit deinem Vater, als du älter warst, mal darüber gesprochen? Nein, ich glaube, wie soll ich das sagen? Er hat später mal versucht, das alles irgendwie hinzubiegen. Er hat das versucht, gut zu machen, aber es ging nicht gut zu machen. Ja. Weil es war natürlich sehr, sehr einschneidend, was da passiert. Nein, das kann man nicht gut machen. Nein. Lebt dein Vater noch? Das weiß ich nicht. Auch keinen Kontakt dazu? Nein, ich habe mich vor einigen Jahren von der Familie getrennt, einfach weil es für mich nicht möglich war, in dieser Familie wirklich mich heimisch zu fühlen, weil dadurch, dass ich als Kind da nicht richtig angenommen worden bin, habe ich mich auch später da nicht wohl gefühlt. Dann hast du gerade das mit der Nacht erzählt, dass du nachts nicht schlafen kannst, weil du Angst hast, es passiert wieder was. Nach so unglaublich einschneidenden Erlebnissen, wenn man das von Kleinkind bis 12 erlebt hat, das ist wieder etwas, was wir, die wir das nicht erlebt haben, überhaupt nicht nachvollziehen können. Ich erahne wahrscheinlich aber nur ansatzweise, was für ein unglaublicher Schmerz in dir ist und was für Wunden man dir zugefügt hat. Bist du je richtig? Bitte? Ich bin bindungsunfähig. Ja, bist du je langfristig psychotherapeutisch, psychiatrisch behandelt worden? Also ich bin bisher das erste Mal vor 20 Jahren in Münster in einer psychiatrischen Klinik gewesen und bin im Laufe der Jahre immer wieder mal in der Klinik gewesen und bin jetzt auch in einer Therapie bei einer Therapeutin, die sich mit traumatischen Menschen und die traumatische Erlebnisse hatten, bei der bin ich in Behandlung. Fühlst du dich da gut aufgehoben? Wunderbar, das ist eine super Therapeutin, wenn ich das so sagen darf. Ja. Und nein, die ist wunderbar, also das hilft mir unheimlich. Aber du lebst alleine im Moment, ne? Ich lebe alleine, ich habe 2 Katzen, mit denen lebe ich zusammen. Und warst nie verheiratet, hast selbst keine Kinder? Nein, ich sage ja, ich bin bindungsunfähig. Mhm. Das ist, denke ich, resultiert auch als Ergebnis aus meiner Kindheit, dass ich mich einer Frau wirklich nie nähern konnte. Und weil ich einfach viel zu viel Angst habe. Mhm. Und auch ich komme mit Menschen nicht klar. Ich habe viel zu viel Angst und bin viel zu misstrauisch, als dass ich da... Aber Mario, wie mutig, dass du jetzt hier gesprochen hast. Naja, es ist so, weißt du, wenn ich das jetzt alles so die letzten Jahre verfolge, mir geht das unheimlich nahe, wenn ich damals in Hamburg gehört habe, dass dieses Mädchen da verhungert ist in seinem dunklen Zimmer und wie viele Kinder. Ja, dann kannst du das ansatzweise nachvollziehen. Ich kommt jedes Mal das wieder in mir hoch. Und auch wenn ich das jetzt von der Natascha Campos da höre, das geht mir unheimlich nahe, weil ich nachvollziehen kann, welches Leid diese Kinder erlebt haben. Weißt du, Mario, ich habe jetzt ein etwas schlechtes Gefühl, meine Zeit rennt davon. Ja. Ich weiß, dass ich einem solchen Schicksal, das du hinter dir hast, nicht gerecht werde, indem ich mit dir 12 Minuten spreche. Mhm. Aber ich glaube, es ist besser, 12 Minuten zu sprechen, als gar nicht zu reden.
Ja, und ich habe auch nur zwei Fragen an dich. Ja. Und zum einen hätte ich gern von dir eine Autogrammkarte, das, ob ich da eine haben kann. Natürlich kannst du das, gar keine Frage. Und die zweite Frage? Und die zweite Frage ist, ich verfolge deine Sendung ja schon von Anfang an. Mhm. Und du hast ja im Jahr 2000 ein Gespräch gehabt mit der Nina von dem Duo Nina und Mike. Ja. Da wollte ich dich fragen, ob du die beiden jemals getroffen hast. Nein, leider nicht. Und ich habe dann erfahren, dass die Nina verstorben ist. Genau, letztes Jahr am 7. April. Mhm. Leider da wollte ich nachfragen, ob du das weißt. Ja, das weiß ich. Das habe ich mit Traurigkeit dann zur Kenntnis genommen und hatte mich damals sehr gefreut, dass Nina hat ja von sich aus hier angerufen. Ich wusste das ja gar nicht. Und ich bin in meinem, schon zu meiner Kindheit ein absoluter Nina und Mike-Fan gewesen, weil die haben mir praktisch das mit ihren Liedern ersetzt, was ich in meiner Kindheit so nicht hatte. Und mir hat das auch unheimlich leid getan, dass die gestorben ist. So, lieber Mario, jetzt müssen wir Schluss machen. Ja. Du bist in guten Händen, habe ich gerade gehört, mit deiner Psychologin. Das heißt, ich muss dir oder brauche dir ein Gespräch mit meiner Psychologin nicht anbieten. Nein, ich bin eigentlich soweit zufrieden. Dann wünsche ich dir viel Kraft und wirklich alles Gute für die weitere Zeit, für die Zukunft. Freue mich, dass wir haben sprechen können. Alles Gute, mein Lieber. Tschüss, Mario. Ich danke dir, dass du nach dieser Sendung machst. Sehr nett von dir. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere kostenfreie Telefonnummer. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch. Nochmal der Hinweis auf unsere Themennacht morgen. Morgen heißt unser Thema Schmerzen. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die sehr starke Schmerzen haben, zurzeit vielleicht auch schon über einen sehr langen Zeitraum und gar nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Oder auch mit Menschen, die Schmerzen besiegt haben und auch sehr gerne mit Mitarbeitern aus Krankenhäusern oder Pflegeheimen, Krankenschwestern, Pflegern oder Ärzten, die mit Schmerzpatienten arbeiten. Wie ist das für euch? Was macht ihr? Wie könnt ihr helfen? Morgen ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, wie immer, und um 1 geht die Sendung los. Hier ist Sandra. Sandra ist 26 Jahre. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Sandra. Ich rufe an, weil ich nach 17 Jahren meine Schwester kennengelernt habe. Nach 17 Jahren? Nach 17 Jahren, genau, weil ich adoptiert worden bin. Ah. Und wir uns aber schon 3 Jahre eigentlich kannten und nicht wussten, dass wir Schwestern sind. Ach, das ist ja verrückt. Wie? Und uns eigentlich auch überhaupt nicht leiden konnten. Und wo hattet ihr euch denn kennengelernt? Das Witzige ist, wir haben eigentlich 17 Jahre im gleichen Stadtteil gelebt. Ja. Obwohl ich adoptiert worden bin, aber auch in der gleichen Stadt groß geworden bin wie sie und die Stadt eigentlich sehr klein ist und wo eigentlich jeder jeden kennt, ne? Und warst du mit ihr, du sagst bekannt, befreundet nicht, aber man kannte sich so? Man kannte sich halt so, mal gesehen, man hat halt mal geredet, aber wo man halt eigentlich gemerkt hat, das passt eigentlich so nicht, ne? Das passt nicht, die ist mir irgendwie unsympathisch, mit der habe ich gar keinen Bock auf einen näheren Kontakt. Man war jetzt nicht so dick irgendwie, genau. Ne? Genau. So, und wie ist es dann rausgekommen, dass sie deine Schwester ist? Wie ist es rausgekommen? Also ich hatte das Adoptionsdokument gefunden, wo eigentlich mein richtiger Name drauf stand, wie ich eigentlich richtig heiße, und hatte das irgendwie meinem Bekannten erzählt. Und der sagte zu Mensch, ich habe da einen Bekannten irgendwie, der heißt so und so mit Nachnamen, da würde ich ja lachen, wenn du die Schwester von dem wärst. Mhm. Und ich sage, Mensch, ich habe da irgendwie auch einen, den Nachnamen hat, ne? Aber ich sage so, eigentlich im selben Stadtteil, wenn jemand wohnt, ist ja eigentlich auch sehr selten, das wäre ja ein dummer Zufall. Mhm. Naja, und dann war einmal eine Geburtstagsparty gewesen und da waren wir beide eingeladen. Ja. So, und da sind wir dann auch hin, ich mit meiner Freundin, und ich sagte zu ihr dann hinterher, Mensch, sag ich so, kann ich mal mit dir eben mal reden irgendwie? Und sie dachte schon, ja, was Schlimmes, boah, was will die jetzt von mir irgendwie? Naja, wir sind dann raus auf Toilette und ich hatte sie dann halt gefragt, weil sie ist 3 Jahre älter wie ich, ob sie wüsste, ob ihre Mutter damals mal, als sie klein war, ein Kind abgegeben hätte. Mhm. Und guckte sie mich ganz verrückt an und sagte mir, ja, woher weißt du das? Ist das deine Freundin? Weil die sah ihr damals so ein bisschen ähnlich. Mhm. Und ich habe ihr gesagt, nein, ich glaube, ich bin das ja. Und dann haben wir halt so geredet und haben gemerkt, das stimmt einfach alles. Das ist ja verrückt. Das war ein Gespräch dann im Klo. Im Badezimmer. Ja, und sind natürlich dann beide weinend, irgendwie haben wir da rumgeschrien und konnten das kaum glauben und alle sind dann auf Toilette gestürzt. Was ist passiert? Was haben die jetzt da gemacht? Genau, die zwei haben sich die Köpfe eingehauen oder was, aber ja. Das ist ja wie im Film, ne? Ist ja wie in der Telenovela.
Ja, ja. Mann. Und dann ist sie nachts noch mit dem Taxi nach Hause, also zu unserer Mutter dann, und ist dann ganz aufgewühlt rein. Ich habe deine Schwester, nein, meine Schwester und deine Tochter habe ich gefunden. Und naja, die konnte das natürlich erstmal gar nicht glauben. Irgendwie. Die war natürlich erstmal von den Socken. Klar. So, nun hast du gerade gesagt, dass du die damals gar nicht so dolle fandest, die nee. Frau. Und hat sich das jetzt geändert? Ja, das hat sich geändert. Total geändert. Ja. Jetzt sind die Schwestern ein Herz und eine Seele. Ja, genau. Was ist denn mit der Mutter? Lebt die Mutter denn noch? Die Mutter lebt noch, ja. Die hast du jetzt auch gesehen? Die habe ich ja, direkt einen Tag danach habe ich die gesehen. Und war das nicht auch ein ganz merkwürdiges Gefühl für dich? Ja, das war ganz komisch. Also, wie lange weißt du denn eigentlich schon, dass du adoptiert bist? Eigentlich sehr früh, seit meinem 11. Lebensjahr. Das haben deine Adoptiveltern dir erzählt? Ja, es war dann auch so, meine Adoptiveltern, also als ich 9 war, ist meine Adoptivmutter eigentlich dann auch noch gestorben, wo ich dann eigentlich die ganze Zeit mit meinem Papa alleine übergelebt habe. Ah, ja. Ja, also eigentlich nie im Endeffekt eine Mutter gehabt eigentlich, wenn man es so sieht in dem Endeffekt. Hat sich deine leibliche Mutter gefreut, als sie dich gesehen hat? Ja. Ja. Jetzt ist ja also, die Grundfrage, wenn so etwas passiert, ist ja immer für die Betroffenen, warum hast du mich abgegeben und die anderen behalten? Ja, das ist natürlich gut. Ich habe nicht nur eine Mutter und eine Schwester kennengelernt, also im Endeffekt habe ich noch 6 Geschwister. Mhm. Und das war der Grund? Na, das ist nicht der Grund, aber sie war damals auch alleinstehend und Problemkinder auch zum Teil. Was heißt Problemkinder? Also sie ist auch nicht immer einfach so als alleinstehende Frau. Und ich war so, also sie hat eigentlich auch ziemlich spät gemerkt, dass sie mit mir schwanger war und sie wollte mich halt nicht ab, also es ging ja auch nicht mehr abzutreiben, ne? Ja. Und sie hat halt gesagt, es gibt halt auch genug Menschen auf der Welt, die keine Kinder bekommen können. Hat sie das je bereut? Hat sie es dir gesagt? Das habe ich sie nie gefragt. Hast du es ihr vergeben, dass sie dich abgegeben hat? Ja. Ja, ja, das habe ich schon. Ja, dann ist doch alles wunderbar. Das heißt, du hast eine Riesenfamilie jetzt bekommen. Ja, das ist ja verrückt, so viele Leute plötzlich. Ja. Und eine Mutter. Was ist denn mit dem Vater? Der Vater, so wie ich mitbekommen habe, also mein Vater, der ist eine Zeit lang manchmal hier gelebt, manchmal auch in Polen. Und sie hat ihm dann auch von mir erzählt. Die waren also auch, sind auch nicht mehr zusammen gewesen, schon jahrelang nicht mehr. Ach so, da sind die... Und er wusste das auch, er hat auch ein Foto von mir gesehen, aber er hat sich nie dafür interessiert für mich. Und letztes Jahr ist er auch im Dezember gestorben. Der ist auch verstorben. Ja, aber ich beglückwünsche dich zu deiner Schwester, zu deinen Geschwistern, die es da jetzt neu gibt und vor allen Dingen auch dann zu dem neuen Kontakt zu deiner Mutter. Ja. Das ist ja sicher auch sehr spannend, wie sich das jetzt entwickelt und aufbaut. Da erlebt man ja alles dann nochmal ganz neu und es gibt so viel zu erzählen und sich auszutauschen und so weiter. Ja, zumal mein Vater jetzt, der mich adoptiert hat, der war natürlich auch sehr traurig, als er das natürlich gehört hat, weil dann hat er natürlich erstmal Angst irgendwie. Ja. Oh Gott, verliere ich sie jetzt? Wo geht sie jetzt hin? Aber er muss sich keine Sorgen machen. Ich meine, das ist ja schon Jahre zurück. Also da muss der sich absolut keine Sorgen machen. Ja. Nein. Liebe Sandra, alles Liebe, alles Gute wünsche ich dir. Ja, kann ich denn wenigstens eben noch, weil sie schauen nämlich gerade zu, meine Schwester nämlich ganz lieb grüßen. Na, ganz schnell. Sagen, dass ich sie Sandra, du guckst zu, ich grüße dich und ich habe dich verdammt lieb. Das ist doch sehr nett, Sandra. Und es wäre super lieb, wenn du mir noch eine Autogrammkarte schicken würdest. Ja, wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Das ist supi. Tschüss. Tschüss. So, und dann haben wir weiter die Ute. Ute ist 60 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Guten Ute. Morgen. Ja, hallo, Ute. Grüße dich. Also, es geht um folgendes Problem. Ja? Mein Mann ist vor einem Jahr an Leber- und Bauchspeicheldrüsenkrebs operiert worden. In Hammelburg wohlgemerkt. Das ist in Nordbayern. Und hier im Norden ist das nicht inoperabel. Also er ist prognostiziert worden. Also er ist damals operiert worden in Süddeutschland. Ja, genau. Und ihr wohnt hier in Nordbayern. In Nordbayern. Ja, genau. Ist er operiert und da wohnt ihr auch. Nee, wir wohnen in Hamburg. Ihr wohnt jetzt in Hamburg. Ja, genau. Und in Hamburg sagt man, das geht nicht zu operieren. Genau so ist das. Obwohl er damals schon daran operiert worden ist. Entschuldigen Sie vielmals, ich habe was getrunken, weil er heute in eine Klinik eingeliefert worden ist, wegen akuter Schmerzen. Ja, ja. Und ich bin
Ja, ich rufe Sie einfach da deswegen an, weil ich mit niemandem reden konnte. Ja. Mein Sohn ist zu Hause bei seiner Familie natürlich. Wie ernst ist denn sein Zustand? Der ist eigentlich sehr ernst. So ernst, dass man mit dem Schlimmsten rechnen ja, muss? Ja, genau so ist das. Also deswegen habe ich angerufen. Ah ja, das heißt, dein Mann liegt im Sterben. So schlimm würde ich das nicht beurteilen, aber er ist sehr ernst. Und da ist niemand im Moment, mit dem du sprechen kannst? Und genau so ist das. Ja, und ja. Deshalb hast du jetzt auch vielleicht ein Gläschen zu viel getrunken. Ja, richtig. Kann man ja dann auch verstehen. Völlig richtig. Jetzt habe ich gerade nicht ganz verstanden, wann ist er eingeliefert worden ins Krankenhaus? Er ist heute eingeliefert. Heute eingeliefert worden. Ja. Wegen akuter Schmerzen. Hattest du denn die Möglichkeit, heute noch mit einem Arzt zu sprechen? Ja, der hat mir so, also die Ärztin hat mir sogar die Frage gestellt, wie es sein würde, wenn er reanimiert werden müsste. Ah ja. Also das ist, und diese Frage haben wir miteinander gar nicht besprochen. Und das belastet mich sehr. Verstehe. Ist er denn im Moment ohne Bewusstsein? Nein, er ist bei Bewusstsein, aber er ist unter Morphium. Ah ja. Also ich verstehe schon, du bist völlig durcheinander. Ja, natürlich. Da sind viele Sachen, die nicht geklärt worden sind. Genau. Und du stehst mit der Situation ganz alleine da. Ja. Was ist denn jetzt du hast gesagt, du hast eine Tochter? Ich habe einen Sohn. Ein Sohn. Der hat eine eigene Familie. Ja. Und der ist natürlich bei seiner Familie. Wohnt der denn auch bei euch in der Gegend? In der Region natürlich. Aber dann könnte der sich doch auch ein bisschen um den Papa kümmern. Ja, natürlich. Das tut er ja auch. Ja. Und nur, er muss ja bei seiner eigenen Familie sein, das ist ja klar. Naja gut, aber wenn der Vater so schwer krank ist, dann muss die eigene Familie mal ein bisschen zurückstecken. Ja, ist richtig. Du wirst jetzt morgen natürlich wieder ins Krankenhaus gehen? Ja, logisch. Das ist ganz klar. Ja. Hast du denn mit deinem Mann in den letzten Wochen oder so mal darüber gesprochen, oder Monaten, dass er so ernsthaft erkrankt ist, dass natürlich. Das vielleicht auch zum Tode führen kann? Wir haben auch die intimsten Fragen besprochen. Mhm. Was wäre, wenn? Mhm. Ja. Aber diese eine Frage, ob er wiederbelebt werden sollte, wenn es ganz schlimm ist? Genau, das ist die betreffende Frage, die mich heute speziell sehr belastet. Ja. Die Frage wurde mir von der Ärztin gestellt. Ja. Und aber du kennst doch deinen Mann sehr gut. Da genau kann man, so ist das. Da kann man doch schon so erahnen, ob der das... Das habe ich auch mit meinem Sohn besprochen. Und was ist deine Vermutung? Was glaubst du? Und das wäre nicht in seinem Sinne, dass er reanimiert wird. Das heißt, wenn der Zustand sich jetzt weiter so verschlimmert und verschlimmert, wäre es eigentlich in seinem Sinne, ihn in Würde sterben zu lassen. Genau so ist das und so sehe ich das auch. Und Ute, wenn du das so sagst, aufgrund deiner Erkenntnis, deines Mannes, finde ich, ist das ausschlaggebend. Und dann sollte das auch... Aber mich belastet, dass ich mit meinem Mann dann noch nicht drüber gesprochen habe. Vielleicht hast du ja die Möglichkeit, morgen mit ihm darüber zu sprechen. Ja, aber er steht im Moment unter Morphium und ich muss eine klare Situation mit ihm abpassen und das ist sehr schwer. Vielleicht ist die Sachlage morgen auch noch ein bisschen anders. Dann bist du nüchtern, dann hast du auch vielleicht ein bisschen freieren Kopf, auch nochmal mit einem anderen Arzt nochmal zu sprechen. Ja. Und vielleicht, dass du nochmal auch mit deinem Sohn sprichst, dass dann so eine Klärung gefunden wird. Ja. Ich würde an deiner Stelle aber auch auf mein Herz vertrauen, was du für einen Eindruck hast, was dein Mann würde wollen. Genau so ist das und so würde ich auch... entscheiden. Ja, das finde ich dann auch eine richtige Entscheidung. Jetzt merke ich aber, dass du wirklich auch sehr, sehr, sehr nervös bist und sehr traurig bist. Natürlich. Meine Sendung geht zu Ende. Du hörst die Musik im Hintergrund. Ja. Ich möchte dich jetzt nicht ganz alleine lassen und biete dir an, wenn du jetzt auflegst, werden wir dich gleich in ein paar Minuten nochmal anrufen und haben dann noch etwas mehr Zeit zu sprechen. Das wäre sehr nett. Okay. Das würde mir sehr helfen auch. Dann machen wir das so, Ute. Vielen Dank. Bis gleich. Tschüss. Ja, danke schön. Jo. Tschüss.
So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik. Annette Bastian, morgen heißt unser Thema Schmerzen. Ich möchte gerne mit Schmerzpatienten sprechen, mit Menschen, die großen Schmerz überwunden haben, vielleicht auch seelischen Schmerz. Und auch mit Leuten, die im medizinischen Bereich arbeiten, die mit Schmerzpatienten zu tun haben. Ein